Hallo Freunde, mittlerweile ist Tag 3 angebrochen, beziehungsweise auf Twitch Tag 4 von meinem League of Legends Projekt und hier seht ihr die Highlights von dem letzten Tag. Falls ihr nicht wisst, worum es geht, dann schaut gerne die letzten zwei Videos dazu an und als Info für euch auf www.7tage.pro findet ihr das ganze Projekt. Ich versuche in 7 Tagen so gut wie möglich zu improven in League of Legends mit Coachings, mit sehr viel Solo Queue, Fokus und so weiter und so fort. Und der Climb, der läuft ganz gut, was soll ich sagen? Aber seht selbst viel Spaß mit den Highlights. Okay, ich bin direkt Bot, ich schreibe gerade mit Solo nebenbei, Chat. Ich sehe mich auf Ezreal, neuer Ezreal Chat. Schon Ideen für andere Games für 7 Tage Pro, wie wär's mit Schach? Im März machen wir Fortnite. Dann schauen wir mal, was uns noch in die Quere kommt, worauf wir Bock haben. Bro, what the fuck am I watching? Bis jetzt Ezreal, weil Ezreal gebracht wurde? Ja, ich wollte einfach mal probieren, wie es ist. Bro, ich bin so gefeedert, das ist geisteskrank. Eieiei. Das war ein sehr freees Game, holy shit. Level 1 gewonnen, dann war es ein easy one. Halt actually, ja. Heute Emerald wäre ein geiles Ziel, by the way. Man kann das dann immer auch übrigens sehr gut auf der Website mitverfolgen, Chat, falls ihr euch das mal anschauen wollt. 7tage.pro. Wo nochmal alles drinnen steht. Und hier habt ihr auch nochmal den Climb dann, der dann praktisch hier visualized wird. Das heißt, ihr werdet das dann auch noch sehen, wie das Ganze dann im Endeffekt aussah. Vom Start bis dorthin über. Gegen Sylas spielen wir. Das ist ein Syndra-Game, I guess, oder? Oder vielleicht sogar ein Nico-Game. Machen wir Syndra. Cry becomes Jungle. I have no idea if she's Jungle or mid. Warum rede ich Englisch eigentlich? So, ich hab mein Shadow Flame. Sehr, sehr wichtig. Wir haben Full Control über deren Jungle, die können hier nicht weg jetzt. Easy wins, boys. Easy wins. Back to back, Alter. 2-0. Let's go. Tag startet sehr gut. Und damit sind wir Platin 1, Freunde. Let's go. Emerald heute greifbar. Wait, sprich gegen Katus? Nein, warte, das ist Varus Mitte, oder? Diana mit. Okay. Ich dachte Varus Mitte, Diana top, Katus Jungle. Ich hab die ganze Wave verloren. Die ganze Wave verloren. Das ist sehr, sehr worth it. Was ihre Mission ist. Also, ich hätte keine Möglichkeit, mich zu töten. Weil in dem Moment, wo sie auf mich drauf geht, ehe ich sie weg. Also, selbst wenn ich Level Up bekommen hätte, wenn sie auf mich drauf geht, ehe ich sie weg. Alter, was ist dieser Heal? Hä? Was ist dieser Heal? Ich krieg keinen Assist, unlucked. Bro. Der erlebt. Okay. Ich wollte schon flamen, wirklich. Er hat nicht ein Item fertig. Warum kann er mich unterm Tower one-shotten, Bro? Dieses Game macht keinen Sinn. Bro, jedes Mal, wenn ich aus der Base gehe, fresse ich eine Karte holt. Das macht keinen Spaß mehr, wirklich.
Well played, Buddy. Wir würden das so easy gewinnen, wenn nicht mein Team jeden von denen so gefeedet hätte. Bro, was ist das? Hallo? Ja, es ist halt Bot-Diff, leider. Oh, spiel ich schon wieder gegen Diana Mitte jetzt? Dann ist das ein Any-Angle eigentlich, oder? Bro, ich habe irgendwie gefumbled. Ich weiß nicht, was das war. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe irgendwie gefumbled. Ich wollte eigentlich Flash-Tippers machen und ich habe aus irgendeinem Grund weh gemacht. Ich weiß nicht, ich weiß aber nicht genau, was passiert ist. Bro, mein Tibbers ist so am Trollen. Seht ihr, was der macht? Ich drücke die ganze Zeit mit R, er bleibt einfach dort stehen. Gibt es irgendeinen Hotkey, womit Tibbers Control verliert oder so? Bro, ich habe das die letzten Games die ganze Zeit schon rumgeheult und ihr habt mir nicht geglaubt. Jetzt habt ihr gesehen, der steht einfach nur da und macht gar nichts. Ich move die ganze Zeit damit. Einfach R drücken. Ich habe doch gerade gesagt, dass ich... Der Bild gefällt mir nicht bisher, muss ich sagen. Marok, Deathcap nach Rallys jetzt, oder? Hallo! Was macht ihr da in der Mitte? Man kann doch unmöglich so blöd sein, wirklich. Bro, bitte! Alter, ihr wollt mich alle ficken. Was zum... Ich kann nicht mehr. Bro, es wird so getrollt. Es wird so getrollt. Bro, was ist going on, Alter? Bro, ich habe jedes Game so eine Botlane, gell? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wirklich. Was kannst du keinem erzählen? Moin Meister. Grüße dich. Aktuell ist es schon so, dass sich Solo-Q in Haya und nicht so hoher Elo sehr, sehr krass voneinander unterscheiden. Ja. Weil je höher du kommst, umso mehr geht es quasi nur darum, Lane-Push zu bekommen und quasi Prior für dein Team zu haben und einfach nur early so stark wie möglich zu sein. Halt die ganze Lethality-Kacke mit Draven, Varus, Caitlyn, Jhin und so weiter. Ja. Ich glaube aber, dass das jetzt für deine Elo noch nicht so krass relevant ist. Fühlt sich manchmal nicht so gut an, aber ist... Meistens das richtige Play, dass du halt bei Playdings eher darauf achtest, wann du Base gehen kannst, als wie kriege ich jetzt auf Krampf noch ein bisschen mehr Gold. Mhm. Weil jetzt, du bist so stark, du willst jetzt halt hauptsächlich präsent auf der Map sein. Wenn du jetzt zum Beispiel für das ganze Playding noch stehst, Stays, ich weiß nicht, ob du es machst, dann bist du so spät wieder auf der Map, dass die Ashe zum Beispiel die nächste Wave schon längst wieder reingepusht hat. Und dann kriegt die eine Wave komplett for free. Ja. Dann musst du bis zur nächsten Wave wieder warten und obwohl du super stark bist, bist du dann quasi fast eine Minute nicht wirklich relevant. Also dieses Plating und diese Wave zum Beispiel ist schon Tempo-Loss, ja. Genau, genau. Und jetzt hast du halt genau das Ding. Jetzt bist du halt stark auf der Map und jetzt kriegst du die Fights mit deinem Power Spike. Und hättest du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in einem fiktiven Szenario Botlane eine Wave overstayed wieder. Dann wäre ich nicht da gewesen dafür, ja. Genau, dann hättest du all diese Fights gerade nicht bekommen, dieses Plating hättest du nicht bekommen, diese ganze Opportunity wäre nicht da, nur weil du wieder eine Wave zu viel nimmst. Also es ist wirklich, das ist so ein Ding, was man echt mal eine Weile konsequent durchziehen muss, damit man wirklich merkt, wie viele Opportunities sich dadurch eröffnen. Mhm. Aber also ganz ehrlich, so vom Grund-Setup her wüsste ich jetzt nicht, was dich daran hindert, Diamond zu hitten. Also so vom generellen Verhalten und typische so Solo-Queue, weißt du. Ja, genau. Tilt die Teammates und Zeit. Ja. Good luck, mein Lieber. Ja, dann, danke. Dir auch. Viel Spaß beim Campen. Danke, danke. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Ja, Kuss geht raus. Solo auschecken, Chat, falls ihr es noch nicht habt. Bro, mich haben Leute angeschrieben, wann ich 7 Tage Pro in Overwatch mache. Ich glaube, in 7 Tagen würde ich nicht mal genug Games finden in Ranked, weil das Spiel so tot ist, dass ich irgendeinen Rang aufsteige, oder? Sehr richtig. Und da hat sie Tempo verkackt. Und genau deswegen kriegen wir das hier. Ey, Mann. Ja, ich will immer. Richtig. Oh mein Gott. Choked Flash. Good fucking job, Alter. Schade. Jedes Game First Pick. Naja, was soll's. Syndra Ideen, Freunde. Ich weiß, das mag vielleicht ein Hot Take sein, aber Star Wars ist einfach Müll. Der einzige gute Star Wars Film ist Rogue One. Und der nächst bessere ist der dritte, Revenge of the Sith. Und alles andere ist kompletter Müll. Sicher waren 4, 5 und 6 für ihre damalige Zeit bahnbrechend, aber die Filme sind halt nicht gut gealtert. Also ich sage nichts dagegen, dass der Film damals sehr, sehr wohl gut war, aber der ist nicht gealtert, der Film, und dementsprechend ist er einfach jetzt scheiße. Wenn du damit aufgewachsen bist und halt in dem Alter bist, dann bist du halt eh über 40, aber dann kann ich verstehen, warum du es feierst, ja? Auf jeden Fall. Müssen Filme altern? Nein, aber dann kannst du nicht objektiv sagen, dass der Film gut ist. Forrest Gump zum Beispiel ist ein Film, der perfekt altert, meiner Meinung nach. Der funktioniert wahnsinnig gut. Egal welches Jahr. Da brauchst du keinen Nostalgiefaktor. 7, 8, 9 sind Gigascheiße. Da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Wer die Filme feiert, hat echt keinen Sinn im Leben. Die Arena ist so ein AFK-Farmbot. Das ist geisteskrank. Ich kann ihn nicht wirklich punishen noch dafür. Ich könnte halt roamen, aber meine Botlane kriegt eh konstante Kills. Wenn ich Toplane gehe, feeden wir den Gesandte, glaube ich, nur. Ich glaube, das ist schon das richtige Play einfach. Klassischer Overstay. Das ist der Fehler, den ich immer mache normalerweise. Das, dieses Game, wenn jemand fragt, hey, lohnt es sich noch mit League of Legends anzufangen, schickt ihn dieses Game. Nein, tut's nicht. Ich spiele dieses Scheißspiel nicht. Das Geilste an dem ist, pass auf, schaut euch den Kommentar an. Hab 10er donated eben und Veni war echt genervt. Glaube, er sich hier mit der Frage, kannst du nochmal mit Basti und Veni streamen, beim Sprechen über WoW unterbrochen hab. Was ist das? Bro, was macht denn die? Kann man denn so geisteskrank feeden die ganze Zeit? Ich schwöre bei Gott, irgendwo auf der Map stirbt die ganze Zeit einfach jemand, ohne Grund. Gewinnen wir das? Ich glaube schon, oder? Das habe ich gut gegamed. Das habe ich sehr, sehr gut gegamed, Freunde. Das habe ich sehr, sehr gut gegamed. Fucking go, dude. Enemy
Ist das over? Ja, oder? 20 Sekunden? Bro, das Game war way too hard. Holy shit, Alter, what a game. Ist das krass. Ich check's nicht, wie mich jeder von denen tötet! Danke, Alter. I guess we're chilling. Ja, ultet einfach nonstop. Alles GG. We got him, boys, we got him. Wichtiger Win am Ende des Tages. Damit stehen wir heute 6-2. Das ist okay. Aber wir hätten auch 7-1 stehen können, honestly. Aber das war wichtig. Die Frage ist, wie viel haben wir jetzt? 90. Okay. Das heißt, morgen Emerald. Chat, morgen ist das Ziel Emerald.